Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Tutorial, wo es heute um die Litecoins geht, LTC in Kurzform. Um diese meinen zu können, müsst ihr einfach nur einmal den Download-Link in der Beschreibung folgen. Da kriegt ihr diese ZIP-Datei, welche ihr euch dann einmal entpackt. Das habe ich hier schon getan. Dort sind zwei Versionen drin, einmal für Grafikkarten ab 4 GB Grafikspeicher oder eben welche, die unter 4 GB haben. Meine hat 4 GB, deswegen machen wir den Ordner einmal. In diesem Ordner gehen wir bei der Start-LTC einmal auf Bearbeiten. Und hier bei Your LTC-Address kommt dann natürlich die Litecoin-Adresse rein, mit der ihr minen wollt. Da werden wir einmal dorthin gehen. Wer noch keine Wallet hat, der kann sich gerne einmal die Exodus-Wallet, welche ich hier gerade zeige, runterladen. Das ist eine Wallet, die nutze ich eigentlich eher selten, aber die ist sehr gut, geringe Gebühren auch, wenn ihr irgendwas überweisen wollt. Aber es gibt da soweit alle Währungen drin, die man sich eigentlich soweit nur vorstellen kann. Wenn ihr diese dann habt, geht ihr bei den LTC hier auf Receive, dann habt ihr eure Wallet-Adresse. Dann könnt ihr die einmal rauskopieren, fügt die hier einmal ein, könnt das Ganze wieder speichern und zumachen. Und dann könnt ihr das Mining auch schon starten. Da öffnet sich dann einmal die CMD-Exe, wo jetzt in diesem Falle der Miner läuft. Um zu überprüfen, wie viel ihr schon gemeint habt, könnt ihr einmal auf unminable.com gehen. Werde ich unten auch noch einmal verlinken. Da sucht ihr euch hier die Währung raus, welche ihr meint. Geht auf Litecoin, dort einmal die Adresse rein, welche ich wohl nicht mehr im Kopie habe. STRGV funktioniert immer. Wenn diese Meldung kommt, einmal auf Zugriff zulassen, weil der Phoenix Miner manchmal ein bisschen blockiert wird. So, ich habe hier noch nichts gemeint. Ich habe Litecoin Mining noch nicht über diese Plattform betrieben. Aber diese Plattform zahlt sehr schnell aus, sofern ihr auf Pay Now klickt oder eben dieses automatische habt. Sofern ihr auf Pay Now zum Beispiel klickt, innerhalb von 30 bis 60 Sekunden habt ihr das in eurer Wallet drin. Ihr könnt dann darüber komplett verfügen. Wie viel ihr euch ermeint, liegt an eurer Grafikkarte, die ihr habt. Umso besser die Grafikkarte, umso mehr könnt ihr meinen natürlich. Ich würde jetzt hier mit 20 bis 50 Megahashes meinen. Kommt immer darauf an, wie meine Grafikkarte ausgelastet ist. Wer eine Radeon-Grafikkarte hat, der kann sich auch gerne noch einmal das Video anschauen, wie man besser meinen kann. Das habe ich auch hier in diesem Kanal drin. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Verdienen.